Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr stark darüber, dass Sie zu dieser sehr morgendlichen Stunde so zahlreich heute da sind und sich interessieren für das COP-Modell der IG Lebenszyklusbau, die Partitur erfolgreicher Projekte. Heute durch die Veranstaltung führen Wolfgang Kradischnik von Delta, Bernhard Herzog von der MOCON und Marc-Guido Höhne von Drees und Sommer, der sp später sicher auch noch dazu stoßen wird. Und bevor ich das Wort an Wolfgang Kradischnik weitergebe, ganz kurz noch zwei Dinge. Wir werden bestimmt nachher noch Diverses diskutieren. Sie haben zwei Möglichkeiten, entweder die Fragen in den Chat direkt zu stellen oder Sie notieren sich Ihre Fragen und diskutieren sie später mit den drei Referenten im Anschluss an die Präsentation. Und das Zweite ist, dass Sie bitte, wie Sie es aus Dutzenden von Videokonferenzen sowieso her kennen, das Mikrofon auf Stumm schalten, sodass die Audioverbindung besser ist. Dann möchte ich gerne an Wolfgang Kradischnik übergeben. Danke vielmals, Sven. Auch von meiner, unserer Seite einen schönen guten Morgen. Man muss ja wirklich sagen, das ist ja Setting, das ist entweder für passionierte Frühaufsteher oder für so begeisterte COP, Fanatiker. ja, Fanatiker, muss man eigentlich sagen, dass man um diese Zeit schon aktiv wird, aber wir werden das auf jeden Fall hoffentlich so gestalten, dass die, die es noch nicht sind, zu dem werden und Fans davon werden. Ja, warum haben wir den Titel so gewählt, Partitur erfolgreicher Projekte? Die musikaffin oder selber Musiker sind, wissen, dass eine Partitur so eine Aufzeichnung in Notenschrift von mehrstimmiger Musik ist. Und die Analogie zu unserem Thema ist einfach darin, dass ich auch beim Bauen, Planen, Bauen von Gebäuden durch viele Beteiligte, durch viele Rollen, die hier auch eine Bedeutung haben, dass ich auch so quasi die Aufgabenstellung habe, so eine harmonische Mehrstimmigkeit zu erreichen. Und wie die erreicht werden kann, das wollen wir Ihnen im Anschluss jetzt näher bringen. Wir haben, wenn man so das Leitbild der IG Lebenszyklusbau sich anschaut, wir sind quasi das Fundament, kann man sagen. Ja? Also unten dieser Sockel der Grafik, den stellen wir mit dem COPT-Modell hier dar. Was das im Detail ist, dazu kommen wir noch im Anschluss. Ja, wer sind wir jetzt im Detail? Bernhard, da möchte ich gleich zu dir weiter springen zu deiner Vorstellung. Ja, ich wünsche einen wunderschönen frühen guten Morgen. Mein Name ist Bernhard Herzog, bin eigentlich seit Beginn weg bei der IG Lebenszyklus dabei, habe ganz viele Leitfäden auch mitverantworten dürfen, unter anderem im vorletzten Jahr gemeinsam mit dem Wolfgang und dem Marc-Guido zwei Leitfäden zum Thema agiles Projektmanagement, hybrides Projektmanagement, die mich auch daher führen in diesen Block Prozesse. Also ich bin sozusagen im dritten Kreisel im P vom COP-Modell heute dabei. Ich selber bin Partner bei der Firma MOCON. Wir sind so zwischen Unternehmensentwicklung, Unternehmensberatung und auf der anderen Seite Immobilienentwicklung unterwegs. Beschäftigen uns jetzt gerade sehr stark mit diesem Thema Post-Covid, Veränderung der Arbeitswelt, New Work. Was brauche ich denn noch in meinen ganzen Headquarter? Was geht auf andere Orte? Was sind jetzt die aktuellen räumlichen Bedingungen für Neubauten? Und wir begleiten dann nach dieser intensiven Phase des, wie möchte ich arbeiten, welche Räume brauche ich dafür, diese Projekte im Sinne von Projektmanagement und Projektsteuerung bis zur Fertigstellung. Danke, Bernhard. Marc ist noch nicht. Ich denke mal, der Marc wird sich dann selber im Detail vorstellen, wenn er dazu stößt. Ich bin quasi der Dritte im Bunde. Viele kennen mich, habe ich an der Teilnehmerliste gesehen. Einer der Eigentümer der Delta Unternehmensgruppe, auch seit Beginn weg in der IG Lebenszyklus dabei und begeisterter Baumensch, auch für nachhaltiges Bauen.
Wir sind ja internationale Unternehmensgruppe als Delta, Architekten, Generalplaner, Baumanager und auch IT-Unternehmen mit etwas mehr als 200 Mitarbeitern. Und wir sind mittlerweile, sage ich mal, kein junges Unternehmen mehr. Ich selber bin zwar erst unter Anführungszeichen seit 30 Jahren dabei, aber die Unternehmensgruppe an und für sich wurde 77 schon gegründet. Ja, ich komme jetzt gleich zum ersten Part, dem Kulturpart von diesem COPT-Modell, ist das das K quasi. Wir haben uns das so aufgeteilt, dass ich eben diesen K-Teil mache, die Kultur, und möchte da gleich mal den Einstieg wählen, sage ich mal, ein bisschen spektakulär, bringt Teams zum Scheitern. Und da gibt es etliche Studien, die alle in die gleiche Richtung schlagen oder alle in die gleiche Richtung gehen, nämlich im Wesentlichen sind es Kommunikationsprobleme. Verschiedenst gelagerte, aber im Kern sind Kommunikationsprobleme, die in mehr als 90% der Fälle Teams zum Scheitern bringen. Und da stellt sich natürlich die Frage, Kultur ist doch ein Thema, sage ich mal, das sich mit Kommunikation auch auseinandersetzt. Wie hängen denn Kultur und Erfolg jetzt unmittelbar zusammen? Ja? Und da gibt es eine Studie, die wir bei der IG Lebenszyklus vor einigen Jahren auch gemacht haben, initiiert haben, wo wir 25 Projekte untersucht haben, Projektleiter interviewt haben mit einem Fragebogen. Das waren Neubauprojekte, Umbauprojekte, Hoch- und Tiefbauprojekte. Und haben quasi auf der einen Seite Fragen gestellt zum Projekterfolg, also Kosten, Termin, Qualitätseinhaltung, aber auch zur Zufriedenheit. Das gehört unserer Sicht auch zum Erfolg dazu. Und dann auf der anderen Seite zu Faktoren einer partnerschaftlichen Projektkultur, Aspekten einer partnerschaftlichen Projektkultur. Und unsere Annahme war, dass es hier einen linearen Zusammenhang gibt. Das heißt, und auch die Hoffnung natürlich, je mehr Kultur, desto höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja. Faktisch war es so, dass wir, und die einzelnen Punkte repräsentieren einzelne Projekte, dass wir gesehen haben, dass im oberen Drittel der Kultur, das heißt, wenn sich die Kultur sozusagen von der Skala jetzt von 0 bis 10, so im oberen Drittel, also ab circa 6 bis 7 befindet, dann haben wir sehr stabile Bedingungen, dass wir den Projekterfolg erreichen. Ja? Das heißt, die Kultur muss nicht unbedingt 10 sein, ja? Damit ich mit einer hohen Sicherheit Projekterfolg erreiche. Es reicht, eine stabile kulturelle Basis im Team zu haben. Ja? Leider ist es im unteren Bereich, wir hatten auch ein paar sozusagen gescheiterte Projekte oder Projekte mit großen Schwierigkeiten dabei gehabt. Leider ist es in dem Bereich auch so, nur umgekehrt. Ja. Das heißt, wenn die Kultur im Projekt nicht passt und das ist dann so wie eine sagen wir, Spirale nach unten, dann ist auch der Projekterfolg stark gefährdet. Ja. Und das waren ziemlich eindeutige Bilder, ja, im Erfolgsbereich und im Nicht-Erfolgsbereich. Der wirklich interessante Bereich ist aber dieser Mittelbereich. Ja. Der Mittelbereich, der hat uns kein wirklich klares Bild vermittelt und da haben wir viel diskutiert in dieser Arbeitsgruppe, was können wir daraus lesen? Und letztlich sind wir zu dieser Ausgleichskurve gekommen, wo wir gesagt haben, man könnte so eine Linie hineinzeichnen und das ist so ein bisschen vergleichbar mit so einem Abbruch. Ja? Je näher ich jetzt kulturell gesehen in Richtung dieses Abbruchs komme, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Ja? Oder auch anders gesagt, wenn ich es in meinem Projekt nicht schaffe, die Kultur des Miteinanders in einem stabilen Bereich, stabilen oberen Drittel hier zu halten, dann bewege ich mich so ähnlich wie beim russischen Roulette in einem Unsicherheitsbereich, wo das Projekt eigentlich sehr anfällig für Probleme ist. Ja? Und was heißt das jetzt für uns konkret? Das heißt, Kultur ist so ein wichtiger Aspekt, um Projekterfolg zu schaffen, dass ich die Kultur nicht dem Zufall überlassen sollte, sondern dass ich hier ganz gezielt Maßnahmen setzen sollte, um auch im Kulturbereich stabile Verhältnisse zu schaffen. Zweiter Punkt.
Es gibt auch ein sehr großes Effizienzpotenzial, ja, das durch kulturelle Stabilität erzeugt wird. Ja, nicht nur, dass der Projekterfolg gesichert ist, also sprich Kosten und Termine eingehalten werden und auch die Leute generell zufriedener sind. Nein, es gibt auch ein Effizienzpotenzial, das wir hier zusammengestellt haben. Auch das ist aus einer Studie, in dem Fall Studie der Porsche Consulting, wo im Wesentlichen ein Effizienzpotenzial, ein Produktivitätssteigerungspotenzial von größenordnungsmäßig 20% ersichtlich ist, wenn man nur diese Faktoren wie Wartezeiten, Umräumen, Aufräumen, Mängelbeseitigungen, wenn man sie nur ein paar sozusagen Aspekte rausnimmt, wo im Moment Zeit verwendet wird. Ja? Und da sehen wir schon, da steckt da für jeden Einzelnen in einem Bauprojekt ein großes, sage ich einmal, Produktivitätssteigerungs- und damit Erfolgspotenzial drinnen. Das heißt, Kultur auf einem stabilen Level zu halten, bringt nicht nur dem Gesamtprojekt etwas, sondern auch jedem Einzelnen im Projekt. Ja? Und das bestätigt eigentlich nur ein Statement vom Peter Drucker, oder Peter Drucker ist ein gebürtiger Österreicher gewesen, nach Amerika gegangen, Wirtschaftswissenschaftler, der die Bedeutung der Kultur mit folgendem Statement sozusagen auch sehr schön dargestellt hat. Structure follows strategy. Ich glaube, das ist uns allen klar. Es braucht eine strategische Ausrichtung, natürlich auch für mein Projekt, aufgrund derer meine Struktur, meine Organisation im Projekt aufgestellt wird. Aber Culture is Strategy for Breakfast. Das heißt, so ein bisschen pointiert ausgedrückt, die Kultur schlägt alles. Eine gute Kultur ist der wichtige Boden, auf dem heraus der Erfolg dann gezimmert werden kann. Ja, und wo beginnt Kultur? Wie kann ich jetzt ich als Einzelner etwas dafür tun? Ja, ich kann bei mir selber beginnen. Ja, und da strapaziere ich ein bisschen dieses Statement von Mahatma Gandhi: Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Das heißt, ich muss eigentlich bei mir selber anfangen. Ja, ich muss hier auch eine gewisse Vorbildfunktion im Projekt einbringen, um kulturell wirklich auch etwas im Projekt bewirken zu können. Das heißt, kulturell ist nicht, oder Kultur ist nicht hierarchisch aufoktroyierbar, erzwingbar, sondern das geht so in eine Richtung einer Freiwilligkeit. Ja, die Leute müssen freiwillig von sich aus bereit sein, sich Spielregeln im Projekt irgendwie einzuordnen. Denn wir wissen, dass es immer Hintertüren gibt. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, dass die Menschen von sich aus bereit und überzeugt sind, sich mit anderen hier zu vereinen und zusammenzuschließen, dann bleibt Kultur, partnerschaftliches Miteinander, ein Lippenbekenntnis. Das heißt, eine kulturelle Veränderung in Richtung mehr Partnerschaftlichkeit beginnt bei mir selbst im Projekt. Also ich bin das Zentrum, und das können wir so ein bisschen, das Bild hier so ein bisschen vergleichen mit so einem, mit den konzentrischen Kreisen, den ausbreitenden Wellen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Das heißt, von mir beginnend strahlt es aus zu meinen unmittelbaren, sage ich mal, Kollegen in meinem Unternehmen, in meinem Unternehmensteam, dann Partnerunternehmen, die zum Beispiel beim Bauprojekt auch involviert sind, Stakeholder, die das Bauprojekt hat natürlich, ja, der Bauherr selbstverständlich als ein sehr, sehr prominenter Stakeholder, aber auch die Behörden zum Beispiel, Anrainer, ja, und geht natürlich, strahlt weiter aus Umwelt in die Umwelt und Gesellschaft. Ja. Das heißt, ich habe von mir ausgehend schon auch eine Reichweite und eine Wirkung. Ja. Ich bin nicht Opfer, sondern ich bin Gestalter. Ich habe es in der Hand, etwas zu ändern. Und das ist ein bisschen sozusagen alle von uns, die sich schon mit Logotherapie oder mit der Sinnlehre beschäftigt haben, sich mit Viktor Frankl auseinandergesetzt haben, die werden wissen, was damit gemeint ist. Ja. Dass es ich sehr wohl als Einzelner in der Hand habe,
ich auch die Verantwortung dafür habe, die Eigenverantwortung, etwas zu tun und etwas zu bewirken. Ja? Und dass ich sozusagen bei mir hier Akzente setzen kann, Veränderungen setzen kann, dass sich im Projekt auch punkto Partnerschaftlichkeit etwas bewirkt oder etwas tut. Ja? Und noch etwas, was ich strapazieren möchte vom Autoren de Saint-Exupéry, weil es mir einfach so gut gefällt und weil es so ein bisschen das ausdrückt. Das ist Kultur, Partnerschaftlichkeit hat auch eine Strahlkraft. Ja? Und wenn ich es schaffe, hier mit anderen gemeinsam im Projekt auch eine gemeinsame Ausrichtung, eine gemeinsame Vision zu entwickeln für das Projekt, dann kann ich wirklich etwas bewirken. Ja? Und das ist genau dieser Boden, sage ich mal, der aufbereitet werden muss, damit eben ein Bauprojekt auch wirklich erfolgreich laufen kann. Das heißt, dieser fruchtbare Boden der Partnerschaftlichkeit, wo möglichst alle im Projekt in die gleiche Richtung blicken und auch die naturgemäß sehr häufig im System liegenden Zielkonflikte durch eine übergeordnete Vision, sage ich einmal, überlagert, ausgeglichen werden. Oder wie er wird. Ja, das heißt, es braucht im Projekt irgendwo so eine gemeinsame Vision, ein gemeinsamer Sinn im Projekt, eine gemeinsame Mission und es braucht gemeinsame Ziele, ja, die den üblicherweise vorhandenen Zentrifugalkräften entgegenwirkt. Unternehmen, neben dieser gemeinsamen Zielsetzung braucht es aber auch eine gemeinsame Wertewelt. Gemeinsame Spielregeln, zu denen sich dieses Team auch committen muss, damit vieles im Projekt leichter geht, leichter möglich ist. Ja? Und auch das wurde in einer Arbeitsgruppe der IG Lebenszyklus erarbeitet. Diese 5 Grundsätze, da haben wir sehr viel diskutiert und das ist so wie der Sugus, würde ich es bezeichnen, so wie diese Essenz eigentlich, worauf es ganz entscheidend ankommt. Und so abschließend zum Kulturteil will ich einfach hier diese Punkte nochmal rausheben. Es braucht einen fairen Wettbewerb. Ja? Es muss irgendwo das Leistungsprinzip eine Rolle spielen. Es muss etwas wert sein, wenn jemand sich engagiert, wenn jemand auch Performance bereit ist zu bringen, dann muss das irgendwo in einem Projekt auch eine Relevanz haben. Also fairer Wettbewerb, ganz wichtig. Dann diese vertragliche Basis muss so gestaltet werden, dass man idealerweise auf jeder Vertragspartnerseite unterschreiben kann. Das heißt, wirklich auf Augenhöhe treffen sich die verschiedenen Protagonisten in einem Bauprojekt. Ja. Das heißt, keine Schieflagen, keine extremen Schieflagen, die schon durch Verträge sozusagen gezimmert werden. Ja. Dritter Grundsatz, gewachsenes Vertrauen reduziert Kontrollaufwand. Das heißt, ich brauche nicht diese Mehrfachkontrollen, die mittlerweile notwendig sind in Projekten, wo dieser Boden nicht vorhanden ist. Ja. Weil wenn Misstrauen vorherrscht, dann kann ich nur mit Kontrolle entgegenwirken. Und das schafft natürlich auch in gewisser Art und Weise wieder Unwirtschaftlichkeiten, generiert letztlich Budgetnotwendigkeiten, die nicht unmittelbar wertschöpfend sind, ja? Muss man wirklich sagen. Und Vertrauen aber, das wächst. Das heißt, wenn wir im Bauprojekt in diese Vertrauensebene einzahlen, dann steigert sich die Produktivität automatisch. Das Miteinander wird effizienter, wird einfach besser. Ja? Grundsatz Nummer 4, respektvoller, wertschätzender Umgang. Ich glaube, das kennen wir alle. Ja? Wenn wertschätzend, achtsam, rücksichtsvoll miteinander kommuniziert wird, dann macht es einfach mehr Spaß. Das ist ja eine neurobiologische Weisheit, dass wir alle im Gehirn einfach so angelegt sind, dass wenn wir gesehen werden, wenn wir als Menschen wahrgenommen werden, das Gefühl haben, auch wahrgenommen zu werden, dann geht es uns besser. Ja? Dann sind wir einfach in einer ganz anderen Energie und sind auch viel mehr bereit, hier sozusagen uns wo zu engagieren. Ja? Also auch dieser Grundsatz, denke ich mal, ist ein Nonar. Aber wichtig, dass man immer wieder den Fokus drauf richtet. Und der Grundsatz Nummer 5, denn auch das
braucht es für den Vertrauensaufbau, ist, dass Interessen und Handlungsmotive transparent werden. Ja? Dass hier kein doppeltes Spiel gespielt wird, das schafft alles Misstrauen, wenn man nicht weiß, warum tut der das, was passiert da jetzt wieder, reden tut er so, schreiben tut er so, das passt nicht zusammen. Das sind alles Dinge, die entgegenwirken. Das heißt, was wir brauchen, ist hier Klarheit, Integrität der Beteiligten, auch Durchgängigkeit, was wird gesagt und was wird getan. Das ist alles vertrauensfördernd, das dreht quasi diese Vertrauensspirale nach oben. Und Vertrauen ist ja letztlich diese Währung, die wir hier eingesetzt haben im Kulturbereich. Ja, ja, das war der, sage ich mal, der K-Bereich. Und das COPT-Modell sagt ja im Prinzip, dass Kultur mal Organisation, mal Prozesse, mal Technologie zum Projekterfolg führt. Das heißt, jede dieser Säulen, dieser vier oder dieser Komponenten ist entscheidend. Kultur ist so eine wichtige Basis, deshalb auch am Anfang. Aber es braucht daneben auch, also die Kultur alleine reicht nicht. Ja, das muss uns schon auch bewusst sein. Es braucht auch Klarheit in der Organisation. Und die Organisation, auch das ist in der IG Lebenszyklus entstanden, vor etlichen Jahren im Zuge unseres Leitfadens, den wir damals erarbeitet haben, wo wir gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir hier so eine Art idealtypisches Organigramm kreieren, wo Klarheit besteht zu den einzelnen Zuständigkeiten und Rollen. Und ich will hier nur, sage ich mal, den wesentlichen Block rausheben. Ja? Es braucht Klarheit auf Auftraggeberseite. Das ist diese oberste Ebene, die Auftraggeberorganisation. Diese verschiedenen Rollen, wie sie hier eingezeichnet sind, die können natürlich teilweise auch in einzelnen Personen, sage ich mal, vereint sein. Wichtig ist aber, dass es diese Rollen auch tatsächlich gibt, dass es klar sein muss, wer verantwortet sozusagen diese anforderungs- oder nutzerseitige Rolle, wer verantwortet hier eine übergeordnete Entscheidungsrolle, wer hat sozusagen das technische Management irgendwo über. Ja? Und aus dem heraus gibt es auch das Andocken an die managementmäßige Führung des Projektes. Ja, dieser Mittelblock ist das Management, das Projektmanagement bestehend aus Leitung und Steuerung. Und wir haben das hier, wir haben ganz ins Zentrum natürlich den Projektleiter gesetzt. Er ist die zentrale Rolle beim Projekt. Er ist der unmittelbar im Projekt sozusagen von dem Auftraggeber repräsentierende Entscheider. Und er hat zur Seite zwei unterstützende Projektsteuerungen. Auf der einen Seite Richtung Anforderungsseite, Richtung Nutzerseite, die nutzerseitige Projektsteuerung und Richtung, sage ich mal, Projekt, operativer Projektseite, Planer, Richtungsseite, die Bau-BS. Ja? Und gemeinsam mit diesem, sage ich mal, mit diesem Bodyguard, ich möchte es einmal so nennen, gibt es die Führung dieser Lösungssäulen, dieser vier Lösungsbereiche, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung und Finanzierung, die je nach sozusagen Abwicklungsmodell im Bündel gegliedert werden können, also sprich Generalplanung zum Beispiel oder Generalunternehmung oder auch im Einzelsetting vorhanden sein können. Ja? Und diese Klarheit braucht es einfach zum Abwicklungsmodell zu den verschiedenen Rollen. Wolfgang, ich würde da noch gerne ganz kurz ergänzen, ja, zur Kultur, wenn du mir nochmal eins durchgehst. Die Kultur wird geprägt von diesem Projektauftraggeber natürlich da oben, von dem, den wir zuerst auch Bauherr genannt haben. Und natürlich der Projektleiter ist das operative Gesicht da drinnen. Nichtsdestotrotz und gerade in den Fällen, wo der Bauherr oder der Projektauftraggeber ein Corporate ist, der nicht jeden Tag baut, der vielleicht das erste Mal baut und dem gar nicht so bewusst ist, was Kultur tut in seinen Projekten. Gerade in diesen Fällen ist es wichtig, dass wir alle, so wie wir da hier Zuhörer sind, als Profis, die in vielen, vielen Projekten drinnen sind, in unseren unterschiedlichsten Rollen auf diesen Personen einwirken und gemeinsam zu dieser Kultur beitragen. Und ich glaube, jeder ist froh, der zum ersten Mal in solchen Rollen drinnen ist, der zum ersten Mal ein Haus baut, wenn er hier Hilfe bekommt von Anfang an weg und wenn dieses Bewusstsein für die Kultur gemeinsam im Team gemacht wird. Und oft schieben wir, und er erlebt das oft in Projekten, für die Kultur ist der andere verantwortlich. Ich bin nie verantwortlich. Irgendjemand ist immer verantwortlich, warum die Stimmung so schlecht ist in dieser Runde. Und ich glaube, jeder von uns hat einen Beitrag und Kultur trifft uns alle. Und es ist verdammt nochmal unser aller Job, da einzugreifen und auch Dinge zur Sprache zu stellen und auch mal unangenehme Dinge dort zu verweilen, die zu besprechen, sie auszureden und dadurch, nämlich durch diese Intervention, Kultur zu prägen und Veränderung zuzulassen. Und ich glaube, da gibt es ein Zentrum, das ist der Projektleiter, ganz klar.
Aber das heißt nicht, dass das alles sein Job allein ist. Das wäre mir jetzt noch wichtig, ganz kurz zu ergänzen. Wolfgang. Danke, Bernhard. Das war eher eine super Überleitung. Bernhard, auf dich als nächstes Prozesse. Bitte schön. Diese noch hierarchische Organisation, die wir da gerade gesehen haben, und wir kommen alle aus einer Welt der Hierarchie, verändert sie zumindest aus unserer Sicht jetzt im ersten Schritt, auch wenn wir in das hybride Projektmanagement gehen, noch nicht. Also wir glauben, dass diese Rollenteilung in Auftrag, in die Anforderung, in das Management und die Ausführung prinzipiell gleich bleibt. Bleib ruhig so, passt schon. Wir versuchen, wenn wir in die Prozesswelt jetzt einzusteigen, immer den gesamten Lebenszyklus zu denken. Wir denken immer den kompletten Kreisel, lieber Wolfgang, gehst du mir noch eins zurück? Wir denken immer den kompletten Kreisel im Prozess. Wir denken also von der Strategie, von der ersten Idee, warum ein Corporate denn überhaupt ein Gebäude bauen möchte oder muss, weg, bis hinten zum Abbruch oder zum Rückbau. In allen Prozessen, vom ersten Entwurfsschritt bis zu Betriebsthemen, versuchen wir immer diesen vollwertigen Kreislauf zu denken. Ich glaube, dieser Kreislauf hilft uns auch dann, alle Schritte vollwertig zu denken, weil gerade in der Initiierung und in der frühen Planungsphase ganz viele Meilensteine eingeschlagen werden, ganz viele Themen festgelegt werden, die dann später den Betrieb und eine flexible Verwendung dieses Gebäudes oder also unseres Ergebnisses als Objekt benötigen. Das erzeugt natürlich auch Komplexität. Früher hat der Planer bis zur Planung gedacht und der Ausführende bis zur Ausführung, bis es fertig ist. Und dann kam erst der Nutzer und der Betreiber, der dieses Gebäude dann betreiben hat müssen. Jetzt versuchen wir das alles integrativ zu denken. Und das erzeugt eine riesige Menge an Komplexität, die relativ neu ist für viele Beteiligten am Bau. Lieber Wolfgang, gibst du mir... Jetzt muss ich das so durch. Anna, passt es, Bernhard. Sag's bitte. Ja? Okay, wir haben. Danke, Wolfgang. Und ich glaube, zwischen der Realität dieses, es ist so wunderbar und wir denken doch eh alle den Betrieb und auch den Rückbau mit und dem, was wirklich draußen passiert, ist eine riesige Lücke. Ich glaube, wir sind es nicht gewohnt, in der Breite zu denken. Wir sind es nicht gewohnt, in der Komplexität zu arbeiten. Wir sind es auch in den letzten Jahren kaum gewohnt gewesen, mit dermaßen viel Beteiligten in einer Projektorganisation zu arbeiten. Es kommen ökologisch nachhaltige Themen dazu, das sind neue Rollen in der Projektorganisation. Jetzt beschäftigt uns BIM wieder mindestens 2, 3 neue Rollen in der Projektorganisation. Es werden immer mehr, die es zu steuern und zu managen gibt. Es gibt immer mehr, die es auch hinsichtlich der Kultur zu onboarden gilt und da drinnen zu halten gilt. Es wird schwieriger. Und ich glaube, auch deswegen kommt da eine große Lücke, die wir mit klassischen Projektmanagement-Themen nicht mehr bewerkstelligen können. Diese Lücke, glaube ich, schaut so aus und die kennen wir alle da draußen ganz gut, während einerseits, das ist dieses Hellblaue, die Komplexität immer weiter steigt, nach rechts oben, geht auf der anderen Seite gefühlt die Zeit immer mehr nach unten, die wir haben, für unsere Planungsprozesse und für die Ausführungsprozesse. Der Bauherr braucht oft ziemlich lange, um etwas zu entscheiden, aber dann muss es wirklich übermorgen fertig sein. Und diese Zeit, die hier immer kürzer wird, ist, glaube ich, auch durch die Optimierung von Prozessen in irgendeiner Weise verständlich, aber im Gegensatz eben zur Komplexität, zum Thema Nachhaltigkeit, einfach nicht zu schaffen. Und diese Schere klafft auseinander und ich glaube, dass diese Schere komplette neue Zugänge im Projektmanagement benötigt. Und wir sprechen in der IG Lebenszyklus vom Hybriden. Draußen reden wir ganz viel vom agilen Projektmanagement und vom klassischen oder traditionellen, von dem, was man sozusagen bisher gemacht hat. Das Agile kommt, glaube ich, wesentlich getrieben, jedenfalls die Methoden aus der IT-Branche, aus der Softwareentwicklung, wo eben diese Komplexität, die im Bau die letzten Jahre eingetreten ist, schon seit vielen Jahren da ist. Die IT-Branche hat uns vorgelebt, wie wir agiler denken können in vielen Entwicklungsprozessen. Und ich glaube, es gilt jetzt diese Learnings aus der agilen Welt in den Bau zu übersetzen, also auf die Branche, auf unsere Immobilienentwicklung und Erstellung zu ersetzen. Und andererseits mit den Dingen, die nach wie vor wichtig sind, aus dem klassischen Projektmanagement zu kombinieren. Je nach Aufgabenstellung ist mehr klar, was zu tun ist und sind die Lösungen schon klar, dann bin ich in einer klassischeren Welt. In anderen Aufgabenstellungen, wo vielleicht zu Beginn noch recht viel unklar ist, bin ich in agileren Welten und entsprechend wähle ich dort
meine Themen. Hybrid heißt für uns situationsabhängig, also der Aufgabenstellung angepasst, aber auch der Leute angepasst, die ich in meinem Team habe und die ich hier führen muss. Ich bin kontextgebunden, ich bin möglichst bunt, ich reagiere auf das, was passiert, möglichst flexibel oder strukturiert, je nachdem, in welcher Phase ich bin. Ich kann wechseln zwischen schnellen und konstanten Themen. Ich kann die Komplexität hybriden Themen oder Methoden am besten handeln und kann hier recht vielfältig agieren. Und in diese Welt des hybriden Projektmanagement wollen wir Sie ein bisschen einführen, weil wir denken, dass das der wesentliche Meilenstein ist, solche komplexen Projekte mit der Kultur, die der Wolfgang gerade beschrieben hat, zum Erfolg zu führen. Wir vermischen, ich glaube, die Schlagwörter kennt jeder, Lean Management, Agile, Design Thinking. Wir vermischen Methoden, die da in den letzten Jahren bekannt geworden sind und Usus geworden sind in vielen Bereichen, in einen neuen Prozess hinein. Und da wir glauben, dass wir gerade zu Beginn, wenn wir in der Anforderungsphase sind, wo wir mit dem Bauherrn, mit dem Projektauftraggeber noch im Brainstorming sind, was denn dieses Gebäude alles können muss, welche Räume er braucht, welche Vision er überhaupt hat für dieses Gebäude, dass wir ganz stark in den Methoden des Design Thinkings drinnen sind, wo es darum geht, in einem Kreativprozess Neues zu erarbeiten, Neues auf die Welt kommen zu lassen. Da geht es nicht um irgendwas abarbeiten, da geht es nicht darum, dass wir nächste Woche am Freitag mit den Anforderungen fertig sind. Weil Visionen und Entwicklungen entstehen nicht auf Zeit und auf Kommando. Hier brauchen wir sozusagen einen ganz anderen Raum, ein ganz anderes Setting und die Methoden des Design Thinkings. In der zweiten Phase der Konzeption, wo dann schon relativ klar ist, wo die Reise hingeht, wo wir die Dinge aber zusammentragen und ausformulieren, wo wir vielleicht eine erste Idee oder Skizze auf ein Grundstück stellen müssen. Auch da sind wir noch nicht im klassischen Herunterarbeiten von To-Dos. Aber da sind wir in der agilen Welt, wo schon relativ viel klar ist, wo also die Richtung klar ist, wo wir gut steuern können, aber die einzelnen Schritte noch viel Freiheit brauchen. Und erst wenn wir in die Planung oder Ausführung gehen, ich glaube, bei der Ausführung ist es am klarsten, dann gilt es einfach, die Dinge auszuführen und zu tun. Dort kann ich planen, dort kann ich takten. Und das haben wir perfekt mit den Methoden des Lean-Managements, die ja aus einer Prozesssicht, aus einer Autofabrikation von Toyota kommen, die mittlerweile viel weiter entwickelt worden sind, aber die aus einer Taktung kommen. Sozusagen ein perfekter Prozess. Und wenn wir uns ein Hochhaus vorstellen, dann wird dort in jedem Stock immer wieder zeitversetzt das Gleiche gemacht. Und dieses Durchtakten eines perfekten Prozesses hat da am Schluss was verloren. Und dementsprechend bedienen wir uns aus diesen drei Methoden, Kisten des Design Thinkings, aus der Agile-Welt und aus der Lean-Management und führen das zusammen. Um das nochmal besser zu sehen, ist eine Grafik entstanden in den letzten Wochen gemeinsam mit dem Wolfgang, die jetzt kurz vor der Publikation steht. Nur ein bisschen roh ist, aber gerade so am Werden ist, die das ein bisschen verdeutlichen soll. Unten auf der horizontalen Achse ist die Standardisierung. Ganz links ist die Anforderung nicht bekannt und die Lösung nicht bekannt. Das ist alles unklar. Ganz rechts ist die Anforderung bekannt und die Lösung bekannt. Es ist alles klar. Wenn alles klar ist, dann kann ich einen Prozess aufsetzen, es durchtakten und tun. Das ist das, was ganz rechts ist. Eine hohe Standardisierung. Wenn alles klar ist, brauche ich auch wenig Kommunikation. Das ist der rosa Teil da oben oder der violette Teil da oben. Dann organisiere ich einen Prozess. Ganz links, wenn so wenig Standardisierung da ist, brauche ich viel Kommunikation, weil wir uns die Dinge erarbeiten müssen, und zwar gemeinsam erarbeiten müssen. Dann sind wir im Design Thinking. Wenn wir ein Stückchen nach innen rutschen, nach rechts rutschen, dann haben wir wenig Standardisierung im agilen Projektmanagement und noch einmal in der nächsten schwarzen vertikalen Linie schon viel mehr Standardisierung, dann sind wir im klassischen Projektmanagement. Und ich würde behaupten, dass das hybride Projektmanagement eine Mischung von all dem ist. Und ich glaube auch, dass wir da draußen in unserer Bau- und Immobilienwelt eine Mischung haben von all diesen Welten, vom Design Thinking bis zum Prozess später auf der Baustelle. Und das sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Dann finden wir die Initiierungsphasen, eben zuerst beschrieben, ganz links, dort, wo sozusagen das Gebäude, seine Vision, seine Nutzung und seine erste Skizze entsteht, Vorentwurf und Entwurf, wo wir noch in einer sehr agilen Welt sind, bis hinein in die Ausschreibung und Ausführungsplanung, wo man, glaube ich, mit den Methoden des klassischen Projektmanagements schon sehr gut planen und arbeiten kann. Und dann am Schluss in der Prozesswelt der Ausführung,
wo wir mit dem Lean-Management-Ansatz ganz hervorragende Ergebnisse erzielen können. Und wenn wir da drauf schauen können, bleibt man nochmal ganz kurz, dann können wir eigentlich gar nicht sagen, wir brauchen ein agiles Projektmanagement für unsere Bauprojekte oder wir brauchen ein klassisches Projektmanagement oder ein leanes. Wir brauchen Methoden aus all diesen Welten für unser Projekt, weil es phasenspezifisch unterschiedlich ist, mit welchen Methoden wir arbeiten. Also wir müssen integrieren und brauchen einen Werkzeugkoffer, um durch solche Phasen, um durch unser Projekt durchzugehen. Deswegen Hybrid, je nach Phase, unterschiedliche Methoden. Wir haben einen kleinen Prozess zusammengesetzt, der ist im Wesentlichen in zwei Leitfäden dargestellt, die vorletztes Jahr entstanden sind in der Arbeitsgruppe, die gemeinsam mit dem Wolfgang Gradischnig und mit Marc Guido Höhne ich gestalten durfte, wo wir das auch gezeigt haben, wie das geht, wo wir einen Methodenkoffer auch vorgestellt haben, der auf diesen drei Prinzipien geht. Sie finden da vielleicht in der Mitte für diejenigen, die IT-affiner sind, die Scrum kennen, diese Sprints. Im Prinzip da haben wir am Bau ja auch nichts anderes. Wir schicken, ich hoffe, gewerkeübergreifende Gruppen in Richtung einer Lösungsfindung. Wir haben eine Anforderung, der Bauherr weiß, was er will. Ich nehme ein Team, hoffentlich übergreifend aus verschiedenen Disziplinen und schicke sie eine Lösung suchen. Das ist nichts anderes als ein Sprint in der IT. Es ist das gleiche Wort, das wir auch verwenden können. Und wir erwarten eigentlich, dass diese Gruppe, die wir da auf den Weg schicken, den Raum explort und nicht eine Schublade aufmacht und eine Lösung herauszieht, sondern vielleicht zwei, drei Lösungen herauszieht für diese Anforderung, die gegenüberstellt und wir das gemeinsam diskutieren können. Die Dailies, die natürlich am Bau ein bisschen schwieriger zu schaffen sind als in der IT, weil ja unser Team nicht am gleichen Ort arbeitet, sondern meist aus verschiedenen Unternehmen besteht. Aber ich glaube, das letzte Jahr Corona hat uns gezeigt, was alles virtuell möglich ist und wie schnell wir auch in einer Videokonferenz in der Früh in 15 Minuten virtuell auch ein bunt gemischtes Team zusammenholen und uns kurz anschauen in die Augen und uns fragen, wie geht es uns, wie weit sind wir, was haben wir für neue Erkenntnisse gehabt und was machen wir heute. Und diese Runden, noch einmal retour, Wolfgang, diese Runden integrieren wir in einen Prozess, der da ganz unten in dem orangen Streifen ist, wo es mir darum geht, Raum zu halten. Wie der Wolfgang zuerst gesagt hat, Kultur heißt ja nicht alles vorzugeben, sondern die Individualität zuzulassen. Es geht uns darum, wenn wir ein Projekt steuern in der neuen Welt, in der hybriden Welt, dass wir klare Ziele haben, dass aber jeder Einzelne und jede Gruppe, dass wie sie dorthin kommen zu diesem Ziel, möglichst offen haben. Also wir halten den Rahmen als Steuerer und Leiter. Innerhalb des Rahmens sollten möglichst viele Freiheiten da sein. Und wir planen in solchen Schritten, wir planen in Prozesskonzeptionen, Prozessplanung und Aufgabenmanagement. Das heißt, in der Prozesskonzeption bin ich total grob. Ich takte nicht schon am Anfang ein Projekt durch. Jeden Meilenstein, Sie kennen diese Projektbalkenpläne, die A0 groß sind und keiner mehr einen Blick hat, außer dass man sieht, dass es von links oben nach rechts unten geht. Und wenn wir was lesen müssen, dann müssen wir uns reinfutzeln. Nein, das tun wir nicht mehr. Wir denken den Prozess in Meilensteinen durch und das war's. Und dann, je nachdem, wo wir sind, planen wir die nächsten Wochen in der Prozessplanung. Und wirklich nur die nächsten Wochen und das gemeinsam. Und in unseren wöchentlichen oder zweiwöchigen Treffen schauen wir unsere Aufgaben durch, die wir zu tun haben. Wir schauen durch, was wir geschafft haben in den Sprints und was komplett Neues, glaube ich, für den Bau, für die IT, sowas von selbstverständlich. Wir reflektieren, wie es uns gegangen ist. Ein ganz böser emotionaler Satz, wie es uns gegangen ist. So verdammt schwierig in unserer technischen Welt, das ist unglaublich. Emotionen sind sowas von tabu und ich glaube, es ist so wichtig, diese in unsere Projekte hereinzuholen. Ja, und Emotionen oder Beteiligung oder ein Engagement kriege ich dann, wenn jeder was tut. Und so konservativ kann das Projekt gar nicht sein. Ich habe gerade einen wirklich maximal konservativen Auftraggeber bei der Pensionsversicherungsanstalt. Sie kennen solche Institutionen. Und auch dort ist es möglich, gemeinsam und interaktiv mit Post-its die nächsten Wochen und Monate zu tun. Und Sie können auch Leute, die gewohnt sind, in einer Hierarchie zu arbeiten, über solche primitive Methoden, das ist dein Vorab, das ist dein Post-it und jetzt arbeiten wir gemeinsam an dem Bogen Backpapier diesen Prozess der nächsten Wochen herab. Und jeder sieht, was der andere zu tun hat,
Es müssen Gespräche geführt werden, ich muss mich austauschen. Was brauche ich denn für meine Leistung? Wann muss der das tun, damit ich meinen Meilenstein nur erreiche? Wir müssen reden miteinander und wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Nicht der Projektsteuerer klebt, der macht vielleicht die Meilensteine, sondern alle in dem Team sind aufgefordert, ihre eigenen Leistungen sichtbar zu machen und sich gemeinsam abzustimmen. Und das Post-it, das ich dort hinklebe für diese Kalenderwoche, das ist auch meine Aufgabe. Und nächste Woche, wenn wir wieder dort stehen, fällt es jedem auf, wenn dann diese Aufgabe gemacht ist oder nicht. Und wenn ich meine Post-it korrigieren muss um eine Woche, dann löse ich damit etwas aus. Alle anderen müssen auch umkleben. Und das passiert was. Da tut sich was in der Einstellung, für wem ich etwas tue. Es kommt näher, es berührt mich und es ist nicht mehr so leicht zu sagen, ah, sorry, ist sie leider nicht ausgegangen. Und jetzt verschieben wir halt den Balken und alle, die dahinter sind, naja, die verschiebt es halt wieder um eine ganze Woche. Wir reden darüber, wir tauschen uns aus. Und das ist Interaktion, auch das geht virtuell, aber analog noch viel besser, weil man sich viel tiefer in die Augen schauen kann dabei. Dieses Wir binden alle ein ist natürlich im ersten Blick was total Nettes und Sympathisches und Freundliches. Wir sind aber auch beinhart und überprüfen die Ergebnisse. Wir sehen da ein paar Grafiken, wo wir jede Woche oder alle zwei Wochen, wenn wir uns treffen, drauf schauen, welche dieser To-Dos sind denn gemacht und welche nicht. Und es wird erfasst, es wird verfolgt, es wird auch verfolgt, von wem die To-Dos immer mal wieder nicht eingehalten werden. Und es wird auch festgehalten, warum. Wir sammeln auch die Hindernisse. Nicht um drauf zu zeigen, wer es war und warum, sondern um zu lernen, wie es besser geht. Um zu lernen, wie wir im Team besser werden. Aber wir sind verbindlich und wir sind konsequent. Bei all dem Laissez-faire des Freiraumgebens sind wir konsequent am Ende des Tages. Ja, und damit schauen auch unsere Räume anders aus, indem wir Projekte tun. Das ist bei der SVS, bei der Sozialversicherung, die wir begleiten durften, hier hat der Sedlak Bau einen Lean-Ansatz gewählt und hat dort als Generalunternehmer am Bau mit all seinen Supplern und natürlich auch mit den Planern gemeinsam einen Big Room aufgebaut, in dem genau das, was ich vorher theoretisch erzählt habe, Realität wird. Und Sie sehen eine ganze Menge Post-its und Sie können sich vorstellen, dass dort in der Bauphase jeden bis jeden zweiten Tag, je nach Phase, alle, die draußen ein Gewerk verantwortet haben und auf der Baustelle in einer Partie tätig waren oder eine Partie geführt haben, hier am Morgen in der Früh 20 Minuten bis 45 Minuten gestanden sind, die Tagesplanung und die Vorausschau gemacht haben. Alle, die da auf der Baustelle draußen arbeiten und eine Partie führen, stehen da herinnen in der Früh und reden über das, was heute passiert, ihre Probleme, warum vielleicht etwas nicht geht und wie sie darauf reagieren. Und das tut was mit dem Team, das tut was mit Verbindlichkeit und logischerweise auch mit Effizienz und Ergebnis. Und es ist ein ganz anderes Ergebnis und Methode, wie wir uns einem fertigen Projekt nähern. Lieber Wolfgang, jetzt hoffen wir, dass der Marc Guido da ist. Ich bin da. Ja! Marc, die Bitte ist, dass du dich auch noch kurz vorstellst. Wir haben vorher, wir sind drüber gesprungen. Ich geh schnell vor, dass du deine Vorstellungs, dass du in Einstieg einfach auch kurz was zu dir sagst, bevor wir dann zur Technologie kommen. Bitte. Ja, mein Name ist Marc Guido Höhne. Ich habe die Freude, dass ich jetzt seit knapp anderthalb Jahren hier in der Arbeitsgruppe des hybriden Projektmanagements mitwirken darf. Ich habe meinen Background in der Architektur, bin seit 23 Jahren in der Immobilienwirtschaft, davon 10 Jahre in Wien und Ungarn, bis vor kurzem noch als Geschäftsführer von Dresden Sommer und bringe halt viel Erfahrung gerade aus den Bereichen Projektmanagement, Immobilienberatung, aber auch Nachhaltigkeit und digitale Beratung mit und natürlich das ganze Thema Lean. Und ja, bin froh, dabei zu sein. Danke, Marc. Du hast ja den Bereich der Digitalisierung, der Technologie, des im Kopf quasi das D hinten und ja, ich möchte gleich sozusagen die erste Folie auflegen hiermit.
Ja, wie wird Digitalisierung die Abwicklung von Bauprojekten verändern? Du hast es gesagt, Wolfgang, Technologie ist der vierte Baustein von COPT. Und ich sage mal, gerade im Vergleich zu dem, was Bernhard eben vorgestellt hat, was ja sehr analog ist, haben wir sicherlich in der Digitalisierung oder in der Technologie noch einen längeren Weg vor uns. Ich sage immer, von den 100 Kilometern, die wir da gehen müssen, haben wir vielleicht die ersten 10 geschafft oder erreicht. Ja. Und wenn man, gehst du mal zur nächsten Folie bitte. Digitalisierung wird ja oft auch als Synonym für Industrie 4.0 verwendet. Und dabei ist natürlich interessant, was waren bisher die Auslöser für industrielle Revolutionen, ja, die uns ja auch noch hier bevorstehen. Waren es bei den ersten Schritten eher die Produktionsmittel, die sich geändert haben, ist es natürlich heute eher die Vernetzung. Und was da noch viel wichtiger ist, ist, dass wir nicht die Technologie an sich besser machen müssen, um zu produzieren, sondern dass wir eigentlich als Arbeitsteams uns viel, viel besser vernetzen. Ja? Eigentlich ist der Begriff 4.0 hier an der Stelle nicht ganz passend, eben weil er suggeriert, dass es hier um eigentlich Effizienzsteigerung in der Produktion geht. Nein, es geht hier eigentlich für uns um die Effizienzsteigerung in der Dienstleistung. Und nächste Folie bitte. Und was dazu kommt, ist, dass natürlich alles viel, viel schneller geht. Ja? Ich meine, wenn man sich allein hier mal anschaut, die Zeit von 69 bis zum iPhone 7 vor ein paar Jahren, welche Entwicklung das genommen hat, dann wissen wir, dass die Zyklen, die Veränderungszyklen, mit denen wir zukünftig konfrontiert sind, viel, viel kürzer sind. Da sprechen wir nicht von 10, 15 oder 20 Jahren, da sprechen wir wahrscheinlich von 2, 3 Jahren, wo sich Dinge maßgeblich für uns ändern werden. Ja. Nächste Folie bitte. Und am Ende müssen wir davon ausgehen, alles, was digitalisiert werden kann, wird dann digitalisiert. Und alles, was vernetzt werden kann, wird dann auch alles automatisiert. Ja? Das geschieht allerdings nicht ganz willkürlich, sondern wird dem ein Stück weit dem Gesetz der Ökonomie folgen. Sobald es kostengünstiger ist, einen Prozess manuell statt digital zu erstellen und zu verarbeiten, wird er dann auch digital verarbeitet. Aber dabei muss man natürlich berücksichtigen, ein schlechter analoger Prozess wird auch ein schlechter digitaler Prozess bleiben. Und hier ist es eigentlich die Aufgabe von Technologie, zukünftig herauszufinden, welche Mehrwerte können wir eigentlich über Digitalisierung erzeugen. Und hier schließt sich dann der Kreis zum Beginn. Digitalisierung muss eigentlich sich in die Gesetzmäßigkeiten von der Industrie 4.0 einordnen. Ja, nächste Folie bitte. Und ein weiterer Punkt, mit dem wir natürlich stark konfrontiert sind, materielle Gegenstände werden an Bedeutung verlieren. Ja, und hier kommen digitale Prozesse und Applikationen viel, viel mehr in den Vordergrund. Nächste Folie. Und das beste Beispiel ist, glaube ich, das, was wir jeden Tag in der Hand halten. Das muss man sich nur an seinem Smartphone verdeutlichen, dass mittlerweile das Smartphone eine Vielzahl von Geräten und Dingen abgelöst hat, die wir in den letzten 100 Jahren eigentlich in den unterschiedlichsten Formen immer mit uns herumgetragen haben, materiell mit uns herumgetragen haben, die jetzt alle auf einem einzigen Tool vereint sind. Darf ich nur kurz was ergänzen, Marc? Ja? Die Dematerialisierung ist ja nur mehr ein sehr schönes Beispiel, wie viele Objekte braucht man denn überhaupt noch? Also wie viel arbeiten wir denn künftig überhaupt virtuell? Wie viele Gebäude brauchen wir überhaupt noch, um zu arbeiten? Also so weit kann man Dematerialisierung ja denken, weil ganz viel Arbeit auch im virtuellen Raum passieren wird. Nächste Folie, Wolfgang. Und dabei bleibt festzuhalten, dass mit diesen neuen Prozessen die Grenzkosten eigentlich gegen Null gehen. Ja, also ganz anders als bei Produkten der analogen Massenfertigung sind die Kosten halt
Null. Ja, zum Beispiel, wenn man eine Präsentation heute ins Internet hochlädt, dann ist es egal, ob die 100 oder 1000 Mal oder 10.000 Mal heruntergeladen wird, ganz im Gegensatz zu einer analogen Fertigung. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten, außer mal abgesehen von dem Strom. Das heißt, digitale Prozesse skalieren hier automatisch. Ja. Und diese Grenzkosten stehen also in Abhängigkeit, gegenseitige Abhängigkeit zur Skalierung. Und da muss man am Ende auch sagen, wenn wir von Digitalisierung in der Bauwirtschaft oder Bauindustrie sprechen, dann bedarf es auch, dass wir Prozesse und Lösungen in Frage stellen und komplett neu denken. Ja? Also disruptiv an die Sache herangehen. Ich meine, beste Beispiele, wie das in der Vergangenheit anderswo passiert ist, ist halt das Smartphone, es ist die Digitalkamera, das ist CAD, aber es sind auch viele Applikationen oder Dinge in der Automotive-Welt. Ja? Und durch Disruption sind einfach andere Dinge möglich. Ich meine, wer hätte vor 10 oder 15 Jahren gedacht, dass Dinge wie Airbnb oder Uber möglich sind, wo man im Rahmen einer Shared Economy Dinge mietet oder auch hergibt. Was bedeutet das für die Baubranche? Ja? Ich meine, das lässt sich sicherlich nicht eins zu eins übersetzen, weil am Ende geht es in der Baubranche viel, viel mehr oder weniger um Massenfertigung. Es geht hier um Unikate, es geht hier um gewerbliche Dienstleistungen und am Ende ist es auch immer wieder ein neues Team, was Dinge in der Immobilienwirtschaft oder Projekte in der Immobilienwirtschaft umsetzt. Aber es gibt einen Aspekt, der ist dann doch wieder bei allen gleich. Ja? Und das sind die Prozesse. Und hier gelten natürlich ganz klar die Gesetzmäßigkeiten von Industrie 4.0, aber zusätzlich lässt sich ableiten, natürlich muss das ganze Produktionsteam, was bisher vielleicht doch eher separat gearbeitet hat, mit einbezogen werden. Hier müssen wir uns, wie wir es heute auch gerade jetzt hier tun, viel, viel mehr noch modernster Kommunikationstechnologien bedienen. Und am Ende, ich glaube, das steht über allen, steht die Vernetzung. Ja? Nicht nur für das, wie wir zukünftig Gebäude betreiben, sondern auch, wie wir Gebäude erstellen. Ja? Und ein wichtiger Baustein oder Enabler für diese Geschichten, um letztendlich dann am Ende ein Gebäude, auch wenn das noch sicherlich an der einen oder anderen Stelle schon mal dargestellt ist, ein Gebäude aus dem 3D-Drucker zu bekommen, beziehungsweise Gebäude über Roboter fertigen zu lassen, ist am Ende, dass wir uns der vernünftigen Technologien bedienen. Ja? Weil im Moment legen noch sehr, sehr viele Anbieter am Markt sehr, sehr starken Fokus auf die technische Funktionalität von Dingen. Ja? Aber die Vernetzung kommt dabei viel zu kurz. Und wenn man zukünftig ein Gebäude aus dem 3D-Drucker oder aus der 3D-Fräse erzielen will, dann muss letztendlich die Vernetzung dargestellt werden, ja, oder dargestellt sein. Und am Ende hat der Auftraggeber es selber in der Hand, mit welcher Qualität er Bauprojekte in Zukunft abwickeln will und wie schnell das er sich in Richtung Industrie 4.0 oder Bau 4.0 bewegt. Aber das hängt sehr, sehr stark auch davon ab, wie gut sein Projektteam entwickelt ist und vernetzt ist. Und wesentliches Tool, ich glaube, darüber sind wir uns alle einig, ist am Ende BIM. Nächste Folie, bitte. Weil wir gehen natürlich weg vom 2D und 3D in die BIM-Welt. Und BIM ist an der Stelle eben nicht nur das Tool, was uns sicherstellt, dass wir die Planung vernünftig koordiniert bekommen, sondern dass wir mit diesen Daten, die hier in der Planung
erzeugt werden, letztendlich auch vernünftige Grundlagen schaffen für die Ausschreibung und Vergabe und in dem späteren Ausführungsprozess eben diesen 3D-Druck oder Fertigung. Aber viel, viel wichtiger, und da ist der Weg noch sehr, sehr viel weiter für uns, dass wir es schaffen, diese Daten tatsächlich in den Gebäudebetrieb zu überführen und zu nutzen, wo wir leider im Moment noch ein Stück weit von entfernt sind. Und dann können wir, nächste Folie bitte, dann können wir wirklich sagen, wir haben hier einen digitalen Zwilling, der uns von der ersten Konzeption und Planung bis in den Betrieb begleitet. Und das ist eigentlich das, was wir im Rahmen des COPT für die Technologie verfolgen. Danke vielmals, Marc. Wir haben eine quasi Conclusio-Folie. Ja. Dieses gesamte COPT-Modell ist nicht umsonst oder zufällig bei der IG-Lebenszyklus entstanden, sondern eigentlich geht es uns sehr stark darum, diesen Ansatz dazu zu führen, dass am Ende nachhaltigere Projekte dastehen. Ja? Auch wieder im Sinne der Verantwortung eines jeden Einzelnen, der in der Bau- und Immobilienwirtschaft tätig ist, hier seinen Beitrag zu leisten. Ja? Die Bau- und Immobilienwirtschaft ist ein ziemlich wichtiger Player, was die ganze Klimawandel-Thematik betrifft. Und hier, also wir haben es auch gerade gehört, wir haben viele Möglichkeiten, viele Entwicklungen, die uns unterstützen, dass wir dieser Rolle gerecht werden können. Und dass wir das Ganze nicht nur als Zweck dazu sehen, noch mehr Geld zu verdienen, noch mehr effizienter zu sein, sondern vor allem einen Beitrag zu leisten in der Gesellschaft, hier um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Unser Abschlussslogan, und das ist auch wieder so ein bisschen angelehnt an die Sinnlehre von Viktor Frankl, nämlich wir haben es in der Hand, das Schiff fährt so, wie man die Segel setzt und nicht so, wie der Wind bläst. Auch wenn es in vielen Projekten nicht ganz einfach ist, das, was Sie jetzt eben gehört haben, umzusetzen. Nachhaltige Aspekte einzuflechten, einzuweben in Projekte. So möchten wir drei jetzt doch Sie motivieren, hier so ein bisschen, Fahnenträger zu sein für Projekte, die in dieser Richtung auch, Vorzeigeprojekte werden im Idealfall, um der Nachhaltigkeit beim Bauen gerecht zu werden. Ja, eigentlich haben wir unsere Stunde genau erfüllt, aber trotzdem, es soll nicht nur eine Pseudo-Frage sein. Gibt es irgendwelche Fragen, die Ihnen auf den Lippen oder auf der Zunge brennen, die Sie einfach loswerden wollen? Jedenfalls von meiner Seite nur ein Punkt. Sie bekommen diese Unterlagen natürlich, die werden von der IG Lebenszyklus zur Verfügung gestellt. Haben wir jetzt die Teilnehmer mit unseren Ausführungen so in den Bann gezogen oder so erschlagen? Oder Sven, gibt es im Chat? Ich sehe es leider nicht, weil ich sehe nur die PowerPoint-Folie. Nein. Keine Fragen im Chat, Wolfgang, aber ich denke, eventuell sind einige noch stumm geschaltet. Ich schaue mal. Sind alle off? Moment. Also, Sie können sich gern laut schalten und eine Frage stellen. Genau. So, jetzt sind die meisten nicht mehr stumm geschaltet. Genau, vielleicht eine Frage von mir. Junge, das Schafferer, von Raumschafferer. Ja, war ja auch bei einigen Arbeitsgruppen mit dabei, speziell bei der Kulturfrage. Der Guido hat gesagt, dass er das so sieht. Die Technologie ist beim 100-Kilometer-Marsch circa bei 10 Kilometer. Ja? Maximal. Maximal, ja, ungefähr.
Und wie seht ihr das, dass dieses Hybride, wo steht das hybride Management oder der hybride Gedanke, also das ganze Kopfmodell als geschlossener Kreis sozusagen in den Bauprojekten, wo ihr tätig seid? Also Kultur, die Organisation, die richtigen, die Prozesse, auch die Implementierung von agilen oder hybriden Methoden und dann das Implementieren von der Technologie. Wo steht das, wenn wir jetzt den 100-Kilometer-Marsch sehen? Ich glaube, und das soll nicht überheblich klingen, aber ich glaube, dass wir drei hier schon auch dafür stehen, dass wir das in unseren Projekten ernsthaft umsetzen und umsetzen wollen. Natürlich haben wir ein Korsett, in das wir eingebettet sind. Der Bernhard hat es ja gerade vorher geschildert. Es ist nicht jeder Auftraggeber sozusagen allen Aspekten gegenüber gleich offen. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir, sage ich einmal, aus vollem Herzen heraus versuchen, Projekte in diesem Sinne und in diesem Stile umzusetzen. Und das gelingt uns teilweise, sage ich einmal, zu mehr als 50% und teilweise zu weniger als 50%. Ich glaube, die 100% sind eine Zukunftsvision. Ja, da müsste wirklich alles passen. Ja, aber wir bewegen uns nicht nur auf 10% in der Umsetzung. Das traue ich mir schon so auch behaupten. Und wie seht ihr die Offenheit, vielleicht noch ein Zusatz, wie seht ihr die Offenheit der Bauherren? Bewegt sich da was? Bewegt sich jetzt auch in der Corona-Zeit irgendwas, dass man irgendwie vor der komplexen Wand steht? Also wie schaut es da mit der Bereitschaft aus? Also ich glaube, wir sind in Zeiten der Veränderung. Das ist großartig, was sozusagen jetzt im letzten Jahr da passiert ist. Die Bereitschaft ist voll da, in neue Dinge hineinzugehen. Ich glaube, wir haben alle gelernt im letzten Jahr, dass man mit den alten Routinen nicht weiterkommen und dass es da gar nicht so schwer ist, das eine oder andere zu verlassen. Also ich würde mal sagen, die Bereitschaft, in neue Welten einzutreten, ist viel, viel größer geworden, als sie noch vor einem Jahr war. Und ich glaube, jetzt liegt es an uns, für welche Schritte unser Gegenüber, unser Kunde eher bereit ist, als vielleicht für einen anderen. Der eine ist technikaffiner, geht leichter in die BIM-Welt hinein, der andere ist kulturaffiner und tut sie dort leichter. Und so darf sie auch sein. Wir sind alle Individuen, auch unsere Kunden, also Unternehmen, die eine gewisse Kultur haben und für etwas stehen. Und ich glaube, dementsprechend wird auch 100% vielleicht auch gar nicht die Zielmarge sein, die es zu erreichen gilt. Ich glaube, man muss es ausbalancieren und eine gute Mischung erfinden. Ich glaube, Bernhard, das ist wichtig. Nicht jedes Projekt verträgt auch 70 oder 80% von dem, was wir wollen. Das muss man auch wirklich stark an den Anforderungen, die das jeweilige Projekt mit sich bringt, ja, entscheiden. Und natürlich auch, inwieweit der Auftraggeber in dem einzelnen Fall bereit ist, mitzugehen. Also es gibt halt, auch wenn wir es nicht unbedingt als Risiko sehen, eine gewisse Risikoaversität, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Und da muss man halt, das gehört halt auch zum Partnerschaftlichen dazu, sich damit auseinandersetzen und sagen, okay, dann machen wir halt an der Stelle weniger. Nicht weniger in Partnerschaftlichkeit, aber vielleicht weniger in Richtung Technologie. Also vielleicht, wenn ich ganz kurz mich da auch einklinken darf, Dominik Philipp von Dietrich Untertriffaler Architekten. Wir sind nur ein kleines Rädchen in der kompletten, wenn wir uns an das Organigramm erinnern, jetzt vom Bernhard Herzog. Wir sind unten die Architekten in der grünen Säule gewesen, eine der vielen Säulen. Und ich erkenne das schon auch, dass alle Player an der Stelle eben als Fahnenträger, wenn ich dieses Wort aufgreifen darf, in diese Richtung gehen müssen. Wir sind sehr starke Fahnenträger und wir führen einige unserer Projekte genau nach, oder nicht genau, sondern ähnlich diesem Modell aus. Ich betone ähnlich, weil ich auch die eine Phrase nochmal oder das eine Wort nochmals oder das eine Merkmal nochmals rauskitzeln möchte. Jedes Projekt ist anders von diesem Hybriden. Man muss das immer projektbezogen oder phasenbezogen eben auch entsprechend aufsetzen. Wir erkennen da, dass einige Bauherren genau unter diesem Ansatz zu uns kommen, dieses partnerschaftlichen Modells, weil sie das auch aus der IT kennen und genau über diese Art und Weise Projekte mit uns arbeiten wollen,
Wir erkennen auch, dass dieses Engagement zu Beginn sehr groß ist und der Rückfall in alte Muster sehr, sehr schnell geht und man sie dann immer wieder rausziehen muss, abschütteln muss und sagen muss, ja, aber Obacht, lass uns jetzt nicht wieder in das alte Muster zurückfallen. Dass diese Effizienz, wir haben eine brutale Effizienzsteigerung da, damit eine, als Nebenprodukt, wir haben eine brutale Qualitätssteigerung durch diese Art und Weise, wie wir arbeiten. Die Effizienzsteigerung wird bei uns aufgefressen durch das immer wieder rausholen aus den alten Prozessen, um in den neuen Prozess reinzukommen. Was mich aber nicht stört, denn beim zweiten Mal geht es dann schon ein bisschen leichter. Und das ist, also es macht auch viel mehr Spaß. Und wenn wir jetzt auch auf die neue Generation der Mitarbeitenden in den kompletten Prozess denken, die man nicht über Geld oder monetär oder andere Themen catcht, sondern über Inhalte und Identifikation, dann funktioniert das nur mit dieser Art und Weise so zu arbeiten. Ja, und das aus der kleinen Säule von links unten, der Architektur, wir setzen unsere Modelle so auf, die Bauern kommen zu uns, weil sie es so aufsetzen wollen. Aber auch, um den Prozentsatz nochmals kurz zu bringen, wir machen 20% unserer Projekte so, 80% sind immer noch sehr, sehr konventionell. Ja. Und ich glaube, der Weg ist noch lang. Der Weg ist sicher noch lang, das ist aber auch das Schöne, wir haben noch viel zu tun, es wird uns nicht langweilig. Und ich glaube, das, was der Dominik jetzt auch gesagt hat, es kommt schon, das spürt man schon, eine Veränderung auch. Ja? Und eben die Leute, die jetzt in unsere Unternehmen kommen, aber auch die Leute, die bei Bauherrenorganisationen in solche Rollen kommen, die sind immer stärker sich bewusst, dass es eben diese Beeinflussungsmöglichkeiten gibt und dass auch Sie selber es in der Hand haben, wie Verträge gestaltet werden, welche Kultur des Miteinanders gelebt wird im Projekt. Ja. Und von dem her, für mich ist schon beobachtbar, dass ein Projekt so tendenziell, wenn es jetzt abgewickelt wird, in einem anderen Bewusstsein abgewickelt wird, als es noch vor 10 Jahren war. Ja. Ich meine, gerade in Bezug auf die Partnerschaftlichkeit und Effizienzsteigerung sehen wir ja auch, Wolfgang, bei dem einen Projekt, wo wir jetzt gemeinsam dabei sind, dass hier der Druck, agil und lean zu denken, sage ich mal, sowohl von der Auftraggeberseite als auch von der Auftragnehmerseite kam. Ja, also beide Seiten haben sich mit dem Thema beschäftigt und haben gesagt, wie können wir uns dem Problem, dass die Baustelle einfach im Moment nicht vorankommt, nähern. Und sind gemeinsam den Weg gegangen, das Lean-System zu implementieren. Was man dabei auch ganz klar hervorstreichen muss, ist, dass am Ende beide Organisationen, weil sie mit den Lean-Systemen noch nicht vertraut sind, beziehungsweise auch ihrer Organisation nicht in der Vergangenheit nicht so aufgestellt waren, auch durchaus intern mit sich kämpfen, das Lean, auch wenn es jetzt funktioniert, doch hundertprozentig umzusetzen. Ja. So ist es. Ja. Und man sieht auch sehr gut, das ist auch unsere Erfahrung, gerade bei Lean. Es ist eine super Methodik, aber sie braucht das Zusammenspiel mit der Kultur. Ja. Wenn dieses Zusammenspiel, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, in einem Projekt im Kulturbereich zu arbeiten, dann werden Methoden sehr häufig zu einem, sage ich mal, seelenlosen, technokratischen Ding. Ja. Das heißt, es braucht genau dieses kulturelle Bewusstsein der Beteiligten, damit Methodiken, so super Methodiken, eben wie das Lean Construction Management, dann greifen diese Methoden wirklich. Ja. Also man darf sich nicht da drüber schwindeln und schnell machen wir die Methode, ja, sondern man muss die Menschen mitnehmen, indem ich sie im kulturellen Bereich abhole und irgendwo einschwöre auf etwas. Ja. Also vielleicht auch noch nochmals von uns, weil wir ja eher als Planende weiter vorne unterwegs sind und weg von dem prozessualen Lean. Kanban-Thema jetzt mehr in die Design Thinking Scrum-Ecke kommen, wo wir unterwegs sind. Also wenn wir Projekte aufsetzen, ist es, macht es schon, also wir holen uns da
auch teilweise nur einzelne Punkte raus, wie Personas oder wenn es darum geht, dann das Definieren vom Nutzer und von Formulieren von atmosphärischen Themen, also wegkommen von dieser 10.000 Quadratmeter, 7 Türen und 20 Fenster Zieldefinition, sondern der Definition, da wohnt der Martin 39 und der hat die und die Gewohnheiten und er möchte in der Tiefgarage Platz haben zum Einparken, so formulierte Themen, die man dann erst in eine Messbarkeit bringt. Und das ist eine Art und Weise zu arbeiten, die dem Bauherrn schon auch Spaß macht, weil sie sich Gedanken machen müssen dann, ja, wer wird denn mein also gerade für einen Developer, wer wird denn mein Objekt am Ende des Tages dann eben auch nutzen? Und nicht nur, ich möchte 7 Zwei-Zimmer-Wohnungen haben. Ja, und das ist dann auch hier, das macht auch Spaß, aus dieser Nicht-Messbarkeit und atmosphärischen Themen eben ein Projekt zu entwickeln. Und das Lustige ist, jetzt sind wir wieder bei ökonomischen Themen, die Winning Rate, ja, ist enorm hoch, weil der Bauherr sein eigenes Projekt, weil er da ja mit integriert ist in diesem Prozess, sein eigenes Projekt nicht mehr abwürgt, was bei anderen Projekten früher schon der Fall gewesen ist. Ja, so als auch, um nicht nur die schnöden atmosphärischen Themen zu bringen, sondern auch die Erfolgsquote da eben auch mal kurz zu erwähnen, wird wahrscheinlich unter dem Titel der Kultur, das mit dem der Wolfgang ja begonnen hat, eben zu integrieren sein, würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist genau die Arbeit an diesem Ziel und an diesem, wie gemeinsam ein Bild dieser Zukunft entsteht. Und das entsteht, indem alle daran arbeiten. Und so entstehen Bilder im Kopf. Und dann kann ich auch sozusagen diese ewigen Runden, die wir alle kennen, und jetzt muss es aber 10% günstiger sein, vermeiden oder zurückführen auf das Ziel. Was bedeutet das jetzt, wenn wir diese 10% streichen? Dann geht dieses Ziel und jenes nicht auf. Und jetzt wird es mir plötzlich bewusst, das ist nicht gut. Und jetzt muss ich es in Frage stellen. Ne? Und ich glaube, dieser Rückfall kommt ja auch meistens an diesen Punkten, wo ich sage, so ökonomisch tut es jetzt irgendwo weh und jetzt muss ich ins Börsel greifen und jetzt kippe ich jetzt in mein altes Verhalten wieder zurück oder bleibe ich in dieser partnerschaftlichen Offenheit und denke vielleicht progressiv nach vorne neu und nicht nach hinten im Sinne von sparen, wegschneiden, reduzieren, optimieren, sondern Neues draus machen, Synergien finden, neue Ideen reinbringen. Und ich glaube, das ist eine Richtung auch des Denkens. Und da sind wir gewohnt in dieses nach hinten schauende Optimieren, weniger, kleiner. Dort sind wir ganz gut drinnen. Diese Effizienzthematik hat uns die letzten Jahre ganz stark beschäftigt in allen Unternehmen und logischerweise bei uns am Bau. Und als Entschuldigung, noch ganz kurz, und als Anwender dieses Modells oder eines ähnlichen Modells möchte ich auch noch dazu sagen, dass wir ja Projekte, die ewig lang dauern, dass wir vom Mindset her auch dieses Design-Freeze-Thema und ab dann wird nichts mehr verändert, diese in den vorderen Leistungsphasen, dieses Modell ja für Ready for Change, ja, auf die neuen Bedürfnisse einzugehen, das eben an der Stelle so ausgelegt ist, oder? Dieses Prozessuale hinten ist nicht ganz so für Ready for Change, aber vorne, ich weiß überhaupt nichts, oder? Ich muss offen sein für eine Veränderbarkeit. Und das ist ein Mindset-Thema, das kann man auch nirgendwo niederschreiben. Ja, und da hakt es ein wenig, aber es funktioniert. Und ich meine, es bricht ein wenig auf. Und jetzt bin ich auch schon wieder still. Entschuldigung. Ja. Jetzige Diskussion. Genau. Herr Riegler, lassen wir den Herrn Riegler ganz kurz. Der also, aber es brennt jetzt so richtig in mir. Also ich bin eigentlich nur subsidiär verbunden mit solchen Projekten, weil ich im Hintergrund für Beleuchtungslösungen sorge. Das große Thema, was ich habe, ist ja immer wieder, ich bin mit dem Produkt gegenüber dem, was ausgeschrieben ist, fast immer besser, als wie es ist. Aber ich bin natürlich teurer, ist klar, weil ich immer auf die höherwertige Komponente zurückgreife und immer wieder den Kunden eigentlich mehr Benefit biete. Aber auf der anderen Seite, der Kunde das nicht weiß und nicht wertschätzen kann, weil er ja die Needs hat. Er macht eine Ausschreibung, da schreibt jetzt irgendwas rein von jemandem, den er kennt. Und den er schon 10, 15 Jahre gut arbeitet, aber der in einer Schleife drin ist, die heißt, ich muss wieder billiger werden. Damit ich das nächste Projekt bekomme, muss ich wieder billiger werden. Und das treibt dazu, dass ich dann auch wieder im nächsten Projekt wieder billigere Komponenten drin sind.
Und wie heute im zum Beispiel im Garagenbereich, also im Backdeckbereich, leuchten die Mengen zusammen, die nur eine Lebensdauer von real gesehen 20.000 Stunden haben. So, jetzt muss er die gegenüber dem von mir standardmäßig angebotenen Produkten dreimal austauschen. Das bringe ich aber nicht Richtung Kunde, weil ich als Sublieferant sowieso auf dieser Lean-Tafel nicht oben bin. Ja? Und der Elektriker dazwischen natürlich auch ein Streben hat, den Profi für sich am größten zu halten. Und den hat er dort am größten, wo er mit einem internationalen Unternehmen zusammenarbeitet, dass die Ware eben in China billig kauft. So, gleichzeitig gehen wir zugrunde daran, weil wir immens viel Mist bauen, also sprich Mist produzieren. Und da wäre es schon besser, wenn man in Projekten das mehr mit den Defense ziehen würde. Ja, ich glaube, das haben wir mitten im Lebenszyklus-Gedanken auch, oder? Zu sagen, optimieren wir die Investkosten oder die Betriebskosten. Also denken wir an das, was danach ist, oder tun wir das nicht? Und wir sind mitten in der Nachhaltigkeit und müssen uns fragen, welche Kriterien legen wir an einem Produktkauf an? Wir gehen auch in den Lebensmittelmarkt und schauen auf Bio oder nicht Bio. Wir schauen auf zertifizierte Produkte oder auch nicht. Bei den leichten kann ich das Gleiche tun. Von wo kommen sie her? Wie würden sie dort produzieren? Ja, nicht. Und ich habe 20 Jahre daran verschwendet, solche Produkte voranzubringen, aber im Gegensatz zu dem, was es Einsparungen bringt. Ich habe erstmal auf den Lebenszyklusbau, auf den 100 Jahre eine Garagenleuchte gerechnet und bin darauf gekommen, muss 15 Mal ausgetauscht werden in den 100 Jahren. Mein Produkt muss nur 6 Mal ausgetauscht werden. Die Energieeinsparung, 20% gegenüber dem, was jetzt so marktgängig ist, allein von dem, was verwendet wird, dann noch an, sage ich mal, Mist. Gar nicht die Rede. Aber der Unterschied für den Kunden ist, für eine Leuchte, die 10 Watt Verbrauchsunterschied hat und dasselbe kann, zahlt der Kunde 13.000 Euro mehr über die Lebensdauer. Aber das ist unser Job, in all diesen Prozessen der Vergabe anders zu beschreiben, also eben nicht nur auf der Invest-Seite zu beschreiben, sondern auch im vollen Lebenszyklus zu denken und Auswahlprozesse zu organisieren, wo das möglich ist. Und da sind wir am Anfang. Völlig d'accord. Ja, ich möchte, Herr Riedl, Entschuldigung, bitte nicht falsch verstehen, aber ich muss irgendwo sozusagen das Ganze zusammenhalten oder zusammenbündeln und zu einem Ende kommen. Wir haben ja uns für diese eine Stunde avisiert gehabt. Es ist so, wir haben die Möglichkeit am 23. Juni alle, und das hat sich für mich jetzt auch gezeigt, ich freue mich schon drauf, beim COPT-Anwenderforum Fälle einzubringen, Erfahrungen einzubringen und dort auch gemeinsam zu diskutieren. Also 23. Juni, 15 Uhr, COPT-Anwenderforum, möchte ich alle heute Anwesenden einladen. Dort wird es genau um das gehen, dass man ganz konkrete Erfahrungen jetzt wieder den Ball quasi zurückgeben. Du hast ja noch Folien, wo du Veranstaltungen jetzt abschließend ankündigen möchtest. Soll ich wieder die Präsentation einblenden oder willst du das? Ja, bitte, ja. Mach ich, okay. Bitte schön. Genau, also ich möchte mich bei allen Teilnehmern heute bedanken für ihre Mitwirkung und bei dir, Wolfgang, und bei Bernhard Herzog und Marc-Guido Höhne für die wirklich sehr interessante Präsentation. Und möchte Sie schon jetzt aufmerksam machen auf unser nächstes Connexbau Online Forum. Das wird sein am 19. Mai. Dort wird die AG Grund und Boden sich vorstellen. Ja, somit würde ich jetzt die Veranstaltung für beendet erklären. Danke an alle. Schönen Tag, erfolgreiche Restwoche.